Ihr wisst noch nicht, welche unterschiedlichen Herzfunktionen es gibt, wovon diese abhängig sind und vor allen Dingen, was der Begriff Ejektionsfraktion und Herzzeitvolumen damit zu tun hat. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und zuvor gibt es eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Kapitel, die hier in diesem Video für euch relevant sein werden. Und jetzt, bevor das Video startet, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen. Ihr seht das Herz mit der Anatomie, Physiologie und Histologie erklärt, mit Zusammenfassungen, Karteikarten und Texten zum schnellen Lernen ist jetzt für euch verfügbar. Das heißt, der erste Link in der Videobeschreibung bringt euch direkt dorthin. Findet ihr einmal auf unserer Webseite, wo ihr 20% mit dem Code WELCOME bekommt. Außerdem gibt es noch das Selbstorientiert Plus-Abo. Das heißt, mit diesem Abo bekommt ihr nochmal alle Kurse insgesamt für euch zusammengefasst und diese eben im Abo-Modell für euch permanent zugänglich. Gucken wir uns nun die Herzfunktion ab. Dabei ist diese Herzfunktion maßgeblich von der Größe des systolischen Ausdrucksvolumens von drei Faktoren entsprechend abhängig. Das heißt, wir wollen uns angucken, welche drei Faktoren letztendlich auch die systolische Auswurfsvolumen von Ventrikeln entsprechend beeinflussen. Und dabei ist es zunächst die Vorlast oder die Vorspannung, Länge des Muskels zu Beginn der Kontraktion letztendlich. Diese entspricht dem enddiastolischen Volumen des Ventrikels und steht dabei im direkten Zusammenhang mit dem Gesamtblutvolumen, dem venösen Rückfluss zum Herz und der atrialen Kontraktion. Der venöse Rückfluss nimmt dabei mit zunehmendem intrahokalem Druck ab und nimmt mit Liegen und erhöhtem Venentonus dann entsprechend wieder zu. Die Beziehung zwischen Vorlast und systolischem Ausdrucksvolumen wird dabei durch den Frank-Starling-Mechanismus erklärt bzw. auch definiert. Das heißt, wir haben da natürlich den Mechanismus bzw. das Frank-Starling-Gesetz, was wir in diesem Zusammenhang kennen. Dieses legt wiederum fest, dass die von einer Muskelfaser beim Kontrahieren ausgeübte Kraft im direkten Zusammenhang mit der Anfangslänge der Faser steht, bis zu einer Grenze, ab der dann die zunimmt, diese wiederum zunimmt. Die Anfangslänge der Faser kann dabei die Kontraktionskraft nicht erhöhen. Das ist ganz wichtig, um hier für die Vorlast bzw. für diesen Frank-Starling-Mechanismus, um das entsprechend nachzuvollziehen zu können. Der systolische Auswurfvolumen des Ventrikels ist wiederum natürlich auch von der Kontraktilität abhängig. Dabei nimmt die Kontraktilität mit der Anregung des sympathischen Nervensystems und mit der Verwendung einiger Medikamente zu. Gegenteilige Effekte können wir beispielsweise, also das Abnehmen, vorfinden, wenn wir Hypoxie, Hyperkapnie oder eine Azidose vorliegen haben oder entsprechend dann eine Verwendung von negativ ionotropen Arzneimitteln, die unter anderem bei der Myokarderkrankung dann natürlich auch eine Rolle spielen. Außerdem gibt es noch die Nachlast oder Spannung, die der Muskel während der Kontraktion entsprechend aufbauen muss. Sie entspricht der Spannung der Ventrikelwand während der Systole, gemäß dem Gesetz von Laplace, das Laplace-Gesetz. Das habt ihr sicherlich in diesem Zusammenhang auch schon mal gehört, denn das ist entsprechend die Wandspannung direkt proportional zum intraventrikulären Druck und Kammerradius und umgekehrt dann entsprechend zur Wanddicke. Seine Beziehung zum Schlagvolumen ist dabei umgekehrt proportional. Das muss man sich hier immer wieder hervorrufen. Die entsprechende Nachlast, das Laplace-Gesetz ist entsprechend in der Beziehung zum Schlagvolumen umgekehrt proportional. Dann wollen wir euch noch zwei weitere wichtige Begriffe im Zusammenhang mit der Herzfunktion benennen. Einmal die Ejektionsfraktion, die so wiederum gibt an, was der Prozentsatz des Volumens ist, das der Ventrikel von der Gesamtmenge, die er erhält, in der Enddiastole herauspumpen kann. Das heißt, wir gucken uns bei der Ejektionsfraktion letztendlich die Enddiastole an, das heißt entsprechend die Relaktionsphase, die hier von Relevanz ist. Und dabei ist es so, dass unter normalen Bedingungen wir hier einen Prozentsatz von 60-65% dieser Ejektionsfraktion haben. Das heißt, 60-65% der Gesamtmenge des Ventrikels wird entsprechend in der Enddiastole tatsächlich herausgepumpt. Und dann gibt es noch den Begriff des Herzzeitvolumen oder das Herzminutenvolumen, was entsprechend das Blutvolumen ist, dass der entsprechende Ventrikel in einer Minute pumpt und es entspricht dabei dem systolischen Auswurfsvolumen multipliziert mit der Herzfrequenz. Ungefähr betrifft das meistens 5 Liter pro Minute bei einem gesunden Erwachsenen. Das muss man sich hier auf jeden Fall im Kontext der Herzleistung nochmal in den Hinterkopf rufen. Und damit fassen wir euch das Wichtigste zusammen. Grundsätzlich haben wir kennengelernt, dass die Größe des systolischen Auswurfsvolumens des Ventrikels abhängig von drei Faktoren ist,
nämlich einmal von der Vorlast, von der Kontraktilität, von der Nachlast und dann haben wir noch zwei weitere wichtige Begriffe kennengelernt, die die Herzfunktion beschreiben, nämlich einmal die Ejektionsfraktion, die der Prozentsatz des Volumens ist, dass der Ventrikel von der Gesamtmenge, die er erhält, in der Enddiastole entsprechend auch herauspumpen kann. Dabei beträgt es bei einem gesunden Erwachsenen rund um die 60-65% und das Herzzeitvolumen oder auch das Herzminutenvolumen ist das Blutvolumen, das der linke Ventrikel entsprechend in einer Minute pumpt. Also hier typischerweise 5 Liter pro Minute bei einem gesunden Erwachsenen, wenn wir davon ausgehen können. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Darüber hinaus ist es wichtig, dass man versteht, dass der Herzzyklus einer der wesentlichen Mechanismen zum Leben, zum Erhalt des Kreislaufsystems verantwortlich ist und damit das Herz letztendlich das Hauptorgan des Kreislaufsystems ist und dafür verantwortlich ist, dass Blut in die verschiedenen Organe und Gewebe des Körpers aufgenommen wird und entsprechend, dass hier auch eine Pumpfunktion sich vorfinden lassen kann. Unter normalen Umständen erhält es das sauerstoffarmes Blut sowohl aus der Hohlvene entsprechend als auch aus dem Koronarsinus. Dieses zirkuliert durch den rechten Vorhof, entsprechend durchquert die Tricuspidalklappe, erreicht dann den rechten Ventrikel und tritt durch die Pulmonalklappe in die Pulmonalarterie aus. Nachdem es dann im Lungenkreislauf entsprechend mit Sauerstoff angereichert wurde, gelangt das Blut durch die 4 Lungenvenen dann zum linken Vorhof, durchquert die Mitralklappe, erreicht den linken Ventrikel und verlässt schließlich das Herz durch die Aortenklappe in Richtung des Körperkreislaufs. Und damit kommen wir dann zu der Systole. Die Systole ist nämlich die Periode des Herzzyklus, in der sich das Ventrikel zusammenzieht. Daher tritt sie vom Schließen der atrioventrikulären Klappen bis zum Schließen der Sigmoidklappen auf. Während dieser Zeit findet also ein ventrikulärer Auswurf statt. Also, wir müssen das Wort ventrikulärer Auswurf definitiv mit der Periode der Systole hier verbinden. Vom Schließen der atrioventrikulären Klappen bis zum Öffnen der Sigmoidklappen ändert sich dann entsprechend das Volumen des intraventrikulären Bluts nicht. Das heißt, hier haben wir die Periode des isovolumetrischen Kontraktion. Wenn der intraventrikuläre Druck, den Druck in der Aorta und der Pulmonalarterie, dann wieder übersteigt, öffnen sich wiederum die Aorten bzw. Pulmonalklappen und die Periode des ventrikulären Auswurfs beginnt dann entsprechend anschließend. Dabei ist es so, dass die ventrikuläre Diastole letztendlich die Relaxationsphase ist, während der eine ventrikuläre Füllung auftritt. Dabei ist es so, wenn der Druck in der Aorta und der Pulmonalarterie den ventrikulären, intraventrikulären Druck übersteigt, schließen sich die Aorten bzw. auch die Pulmonalklappen und vom Schließen der Sigmoidklappen bis zum Öffnen der atrioventrikulären Klappen ändert sich das Blutvolumen in den Ventrikeln dabei nicht. Das heißt, hier haben wir die Periode der isovolumetrischen Entspannung. Das heißt, wir haben einmal die isovolumetrische Kontraktion und einmal die Entspannung, die Kontraktion findet entsprechend in der Systole, der Periode des Herzzyklus, in der sich der Ventrikel zusammenzieht, statt. Und die Relaxationsphase, die Diastole, ist entsprechend die Entspannungsphase, die dann bei der ventrikulären Füllung stattfindet. Wenn der intraventrikuläre Druck unter den atrialen Druck fällt, öffnet sich die entsprechende atrioventrikuläre Klappe und die ventrikuläre Füllung beginnt, die erste Phase der schnellen Füllung. Gefolgt von einer Phase der langsamen Füllung und schließlich entsteht die atriale Systole, die eine atriale kontraktionsabhängige Füllung erzeugt und damit ist der Mechanismus des Herzzyklus dann letztendlich vollkommen nachvollziehbar, hoffentlich für euch erklärt worden und schließt diesen Herzzyklus dann ab und läuft dann natürlich wieder von vorne ab. Fassen wir euch das Wichtigste rund um den Herzzyklus einmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass das Herz ja das Hauptorgan des Kreislaufsystems ist und damit natürlich auch dafür verantwortlich ist, Blut in die verschiedenen Organe und Gewebe des Körpers aufzunehmen und entsprechend auch zu pumpen. Die Systole ist dabei die Periode des Herzzyklus, in der sich der Ventrikel zusammenzieht. Daher tritt sie vom Schließen des atrioventrikulären Klappen bis zum Schließen der Sigmoidklappen auf. Während dieser Zeit findet dann ein ventrikulärer Auswurf statt. Die ventrikuläre Diastole ist wiederum die Relaxationsphase, während der eine ventrikuläre Füllung auftritt. Wenn der intraventrikuläre Druck unter den atrialen Druck fällt, öffnet die entsprechende atrioventrikuläre Klappe und die ventrikuläre Füllung beginnt die erste Phase der schnellen Füllung.
Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, unseren Kanal kostenlos abonnieren und natürlich auch jetzt unbedingt unseren Kurs zu dem ganzen Thema auschecken. Gerne auch Selbstorientiert Plus und mit allen Kursen, die für euch dabei relevant sind. Das Herz mit der Anatomie, Physiologie und Histologie wird dabei unter anderem auch erklärt. Insgesamt bekommt ihr 20% auf alles mit dem Code WELCOME. Jetzt gerne auschecken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao! I think I'm over those.